Habideri, in meinem vorletzten Video habe ich euch gezeigt, wie man für mein Wutmeißer-Sägewerk, also für die Sägbandel von dem Sägewerk, ein Schärfgerät gebaut habe. Das Schärfgerät funktioniert auch wirklich einwandfrei. Ich bin damit super zufrieden, aber jetzt ist natürlich auch so, und das haben auch einige in dem Video von dem Schärfgerät auch in die Kommentare unten geschrieben. Also ein Sägbandel kann noch so scharf sein, aber das muss nicht nur scharf sein, sondern das Sägbandel muss auch richtig geschränkt sein. Was das ist und wie das ausschaut, zeige ich euch jetzt dann gleich. Da ich die Wichtigkeit der Schränkung natürlich weiß, weil ich das von der Pike auf gelernt habe in der Ausbildung zum Schreiner, und um die Sache mit dem Schärfgerät zu vervollständigen, und jetzt seht ihr es im Hintergrund schon, habe ich ein Schränkgerät. Das Schränkgerät habe ich allerdings nicht selber gebaut, aber selber gekauft. Das Schränkgerät ist von der Firma Panhans, und wer Panhans kennt, weiß, dass der Name für Qualität steht. Das Gerät macht im Grunde nichts anderes, als das Sägeband durchzufördern und im Wechsel einen Zahn nach links und nach rechts zu biegen. Und um das Gerät soll es heute gehen. Ich werde euch in dem Video zwei verschiedene Arten der Schränkung vorstellen, weil bei der Blockbandsäge gibt es standardmäßig einen kleinen Unterschied bei der Schränkung, der aber sehr entscheidend ist. Dann werde ich euch das Schränkgerät im Detail vorstellen, die ganzen Funktionen und die Besonderheiten, was das Ding hat. Und zum Schluss werden wir dann noch ein paar Testschnitte machen mit der Wutmeißer. Ein Sägbandel werde ich frisch aus der Schachtel nehmen, das von Wutmeißer geschliffen und geschränkt ist. Ein Sägbandel werde ich nehmen, das ich geschränkt habe, einfach um einen Vergleich zu haben, ob es wirklich nur an der Schränkung liegt oder ob die Schärfe damit auch was zu tun hat. Und ein Sägbandel, ja, das verrate ich jetzt noch nicht, das sehen wir dann am Schluss, aber damit habe ich was vor, was eigentlich nicht so üblich ist, damit auf der Blockbandsäge zu schneiden. Aber bevor wir jetzt richtig loslegen mit dem Schränkgerät, gehen wir schnell in die Werkstatt rein und dann zeige ich euch ein bisschen was in der Theorie zur Schränkung. Um das besser zu verstehen, warum ein Sägbandel überhaupt schränken muss und wie das ausschaut, habe ich was hergerichtet. Das ist ein einfacher Pappstreifen, in dem haben wir die Mittellinie angezeichnet. Und wir stellen uns jetzt vor, das war ein Sägeband, auf das man von oben drauf schaut. Beim herkömmlichen Bandsägeband ist es jetzt so, das Braune soll die einzelnen Sägezähne vorstellen, wenn man die von oben anschaut. Da wird jetzt ein Zahn nach links und ein Zahn nach rechts bogen und das immer im Wechsel. Immer nach links, rechts, links, rechts. Aufpassen muss man bei so einer Schränkung nur, und das sieht man jetzt da an dieser Mittellinie, dass kein Zahn komplett bis über die Mittellinie geschränkt wird. Also so zum Beispiel. Weil dadurch entsteht das Problem, dass kein Material in der Mitte abgetragen wird und dadurch dort in der Mitte von dem Material, das man abtragt, immer ein Streifen stehen bleiben und das Sägbandel kann nicht richtig schneiden. Drum darf die Sägezähne bloß bis knapp zur Mitte geschränkt werden, dass in der Mitte immer eine gewisse Überlappung bei die Zähne bleibt. Damit wird gewährleistet, dass der Schnitt auch wirklich vollständig ausgeführt wird. Aber warum braucht man jetzt überhaupt so eine Schränkung und warum lässt man die Zähne nicht einfach so gerade stehen, wie sie sich halt ergibt, wenn man die Zähne aus dem Grundmaterial rausschleift? Wenn man sich so ein Sägeband anschaut, dann hat dieser Sägebandkörper, sage ich jetzt einmal, oder das Sägeband an sich, eine gewisse Stärke an Material. Das sind bei den Wutmeißer-Sägebandel 1,1 mm. Da man diese Sägezähne jetzt einfach so gerade stehen lassen, da sich durch das, dass das Sägeband eine gewisse Breite hat, der nicht verwendete Teil von dem Sägeband, also dieser Sägebandkörper, in diesen Sägeschnitt einzwickt und es ging gar nichts mehr vorwärts. Das ist der einfache Grund, warum man diese Sägezähne ein wenig nach außen stellt durch die Schränkung, um zu gewährleisten, dass dieser Sägebandschnitt breiter wird oder breiter wird, wie das Sägeband hinter die Zähne und dadurch eine gewisse Freigängigkeit gewährleistet wird. Jetzt ist natürlich so, umso weiter der Schrank ist oder diese Schränkung ist, umso leichter läuft dieses Sägeband durch diesen Sägeschnitt durch, aber desto breiter wird auch der Sägeschnitt. Bei der Links-Rechts-Schränkung ist man dadurch beschränkt, weil man ja diese Überlappung in der Mitte braucht. Und da komme ich jetzt zu der Besonderheit von den Blockband-Sägebändern.
Das untere, das braune, ist nach wie vor das konventionelle und eigentlich übliche Sägeband. Und das obere sollte jetzt ein Blockband-Sägeband darstellen. Im Grunde ist da genauso gemacht, das ist ein Zahn nach links und nach rechts geschränkt, aber man sieht da schon einen Unterschied, und zwar haben die über die Mittellinie geschränkt und eigentlich darf da jetzt Material stehen bleiben. Und das ist die Besonderheit, weil jeder dritte Zahn von so einem Blockband-Sägeband ist ein gewisser Räumzahn. Man sagt auch Faulenzer dazu, weil der eigentlich nichts anderes macht, als dieses Material, was da im Mittelteil stehen bleiben darf, rauszurammen. Was daran jetzt natürlich der Vorteil ist, sieht man ganz klar, man kann den linken und den rechten Zahn über die Mittellinie hinausschränken. Dadurch wird der Sägeschnitt nur ein bisschen breiter und die Freigängigkeit von diesem Blattkörper ist natürlich besser gegeben. Weil das Problem ist nämlich, durch das, dass wir bei der Blockbandsäge horizontal durch das Material durchfahren, die Last oder der Druck auf dem Sägeschnitt natürlich extrem höher ist wie bei einer normalen Bandsäge, wo man vertikal schneidet. Und dadurch will man diesen Sägebandschnitt ein wenig breiter haben, damit man da einfach diese Freigängigkeit von dem Bandsägeblattl gewährleisten kann. Damit können wir das Thema die verschiedenen Arten der Schränkung dann schon fast abschließen. Was vielleicht noch zum Erwähnen ist, ist, dass so gut wie fast jede Handsäge genauso geschränkt ist wie ein normales Bandsägeblatt, also mit der konventionellen Links-Rechts-Schränkung. Das Einzige, was ich jetzt bei mir daheim gefunden habe, wo das nicht so ist, das ist so ein Baustellen-Holzsäge oder ja, keine Ahnung, wie man dazu sagt, das ist halt so ein Baustellensäge. Bei derer ist das nämlich auch so gemacht, ich weiß jetzt nicht, ob man es erkennt, bei derer ist immer ein Zahn links, rechts und dann kommt ein Räumzahn. Der Räumzahn schaut ein bisschen anders aus, also die vier spitzigen, die sind die links-rechts gestrengten. Und der Doppelzahn, das ist der Räumzahn. Ich glaube, so erkennt man es ein bisschen. Das ist jetzt das Einzige, was ich bei uns daheim gefunden habe, was so einer Blockband-Sägbandl-Schränkung am nächsten kommt. Es gibt bestimmt noch andere Sägen, die auch so eine Schränkung haben, aber um das soll es jetzt gar nicht gehen. Wir gehen jetzt wieder raus und dann schauen wir uns dieses Schränkgerät im Detail an. Was da jetzt gleich als allererstes auffällt bei dem Schränkgerät, ist diese Handkurve. Und das ist bei der Maschine ein Programm. Das ist ein handgeführtes Schränkgerät. Ich darf es als halbautomatisch bezeichnen, weil man sich eigentlich um nichts kümmern muss beim Schränken, außer dass man die Kurve dreht. Aber es geht halt nicht vollautomatisch. Durch das Kurbeln von der Handkurve sieht man, dass sich der Finger immer vor und zurück bewegt. Der ist dafür zuständig. Der greift nämlich da in diesen Sägezahn und schiebt das Sägeband immer genau um die Teilung von dem Sägeband vor, so dass immer Ort so da bei diese Schränkfinger anliegt. Und man sieht es jetzt auch schon, es bewegt sich einmal der linke Finger, dann schiebt es wieder vor und dann bewegt sich der rechte Finger. Und das geht immer so im Wechsel durch, also einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. In dem Moment, wo dieser Schränkfinger rausfährt, macht er diese Bandsägenklemmung zu, einfach damit dieses Sägeband nicht kippen kann und festgehalten wird. Sobald der Finger wieder zurückgefahren ist, bevor der Vorschubfinger das Sägeband vorschiebt, macht diese Klemmung wieder auf, damit die Freigängigkeit von dem Sägeband da drin einfach gewährleistet ist. Dann hat dieses Schränkgerät da noch so einen Niederhalter, um zu gewährleisten, dass das Sägeband da immer sauber in der Führung drin liegt. Die Sägebandhöhe lässt sich über den Anschlag da unten einstellen, einfach da mit dieser Rändelschraube oder mit der Ösenschraube. Da stellt man die Sägebandhöhe ein. Es sind überall Einstellschrauben dort, wo man die Einstellungen vornehmen kann. Die Schraube zum Beispiel ist für die Sägebandklemmung da drin. Da unten die Schraube ist noch für den Vorschub. Und da oben, ganz wichtig, da kann man einfach, wenn die Grundeinstellung, die muss halt stimmen. Und dann kann man da oben den Schrank einmal nach stark und einmal nach schwach dran, je nachdem, wie stark oder wie schwach, dass man das Sägeband schränken will. Also heißt, wie weit, dass man die C nach links und rechts drücken will. Jetzt gibt es bloß ein kleines Problem, ihr ahnt es vielleicht schon, ich habe es ja gerade schon gesagt, ein normales oder konventionelles Bandsägeblatt ist links-rechts geschränkt, was die Maschine auch einwandfrei macht,
Aber bei der Blockbandsäge, wo wir diesen Räumzaun haben, darf ja jeder dritte Zaun nicht geschränkt werden. Wie macht man das jetzt mit der Maschine, wenn die jeden Zaun schränken will? Dazu habe ich jetzt einfach mal ein Sägebandel eingespannt. Das wird da oben einfach über diese Umlenkrollen geführt, damit das da nicht so durchhängt. Und wenn wir jetzt anfangen zum Drehen, dann schiebt es den ersten Zaun bis zum Schränkfinger. Das ist der, wo nach rechts geschränkt wird. Wenn man jetzt weiter dreht, dann kommt der Finger, der nach links geschränkt wird. Und jetzt kommt dieser erste Räumzaun. Und da muss man jetzt ein bisschen tricksen. Man schiebt den Räumzaun bis zum Schränkfinger vor, dreht in die entgegengesetzte Richtung, bis das einrast beim nächsten. Und dreht dann wieder in die richtige Richtung weiter. Und somit wird der erste dann wieder nach rechts, der zweite wieder nach links. Und dann beim nächsten Räumzaun dreht man einfach wieder in die entgegengesetzte Richtung, bis das einschnackelt und fangen wieder von vorne an. Und durch den kleinen Trick ist jetzt auch möglich, so Blockbandsägebänder mit Räumzaun auf einem konventionellen Schränkgerät zu schränken. Man muss da ein wenig aufpassen, man muss sich ja gut konzentrieren bei der Arbeit, weil wenn man einmal nicht aufpasst, dann ist man aus dem Takt und dann muss man das Sägeband mit der Hand wieder zurück und ja, dann geht das ganze Spiel wieder von vorn los. Aber es funktioniert recht gut. Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wie ihr das am besten testen könnt, um die Auswirkungen von dem Schrank oder von der Schränkung auf den Sägeschnitt, also sprich die Qualität und die Performance, also wie leicht geht die Sägeband durch das Holz durch, wie könnt ihr das am besten testen? Dazu habe ich mir jetzt drei frisch geschliffene Sägebandel von Wutmeiser hergelegt. Die haben alle nicht neu, sondern die haben alle schon viermal geschliffen, aber alle gleichmäßig. Die haben alle von Werk aus frisch geschliffen, mit denen habe ich noch keinen Zentimeter geschnitten. Man sieht es, die haben blitzeblank sauber eingeölt und haben mit dem grünen Draht noch zusammengewickelt. Die drei Sägebandel werde ich jetzt für den Test hernehmen. Das heißt, das eine lasse ich komplett unberührt. Das nehme ich so zum Schneiden aus der Schachtel, wie ich es gekriegt habe von Wutmeiser. Das zweite, das werde ich mit dem Schränkgerät selber nachschränken. Und warum liegen da jetzt drei Sägebandel, wenn zwei für den Test auch langer dann? Das hat den Grund, dass der Uwe, von dem wo ich das Schränkgerät habe, das ist ein professioneller Werkzeugschleifer. Uwe, vielen Dank für den Support. Der hat mich gebeten, ich kann doch mal ausprobieren, ob sich ein konventionell geschränktes Sägeband auf der Blockbandsäge anders verhält wie dieses Sägeband mit Räumzahn. Und darum werde ich das dritte Sägeband einfach links-rechts schränken, wie ein normales Bandsägeblatt. Und dann werden wir gleich sehen, ob das anders schneidet, ob dieser Räumzahn wirklich seine Berechtigung hat oder ob es da überhaupt keinen Unterschied gibt. Also werde ich zwei von den drei Sägebandeln jetzt einspannen und werde die durchschränken. Das eine, wie gesagt, ein wenig stärker wie original von Wutmeiser mit Räumzahn und das andere konventionell wie ein normales Bandsägeblatt einfach links-rechts geschränkt. Geschränkt habe ich die Bandel jetzt. Was ich von vornherein schon mal sagen kann, ist, dass so konventionell geschränkte Bandel, also links, rechts im Wechsel, wesentlich schneller und einfacher zum Schränken sind mit dem,
weil da treibt man einfach und dann rattert das durch wie durch eine Nähmaschine. Bei dem mit dem Räumzaun, da ist es ein wenig komplizierter, weil da muss man immer zurück und wieder vor, also das dauert ein wenig länger. Aber jetzt habe ich schon mal einen Stamm aufgelegt, den werde ich jetzt mit einem separaten Band, also eins das, was ich geschliffen und geschränkt habe, mit 10, 30 Grad vorblocken, dass wir schon mal Kantholz haben. Und dann werde ich das erste Band aufspannen, das originale Wutmeiser-Band, und dann werden wir gesamte Bretter schneiden. Ein paar Sekunden später. Ist der Baum jetzt viereckig? Wir haben jetzt ein Maß von, ja, gute 30 cm. Die Höhe ist wurscht. Ich schneide jetzt lauter 25er Bretter. Ich werde jetzt das erste Sägeband für den Test aufziehen. Das wird das original geschliffene Wutmeiser-Bandel sein. Ich versuche so gleichmäßig wie möglich zum Schneiden. Und beim Schnitt blende ich da unten eine Stoppuhr ein. Ich mache 3 Schnitte pro Band. Und dann werden wir die Zeiten mitteln und miteinander vergleichen. Und dann sehen wir, ob es da einen Unterschied gibt. Als nächstes im Test hat man das wieder frisch geschliffene Sägeband von Wutmeiser, diesmal von mir geschränkt mit Räumzahn, aber die Schränkung ein wenig weiter wie das originale Wutmeiser-Bandel.
kommen wir jetzt zum dritten Test. Und zwar das Sechbandel mit dem links-rechts geschränkt im Wechsel. Soweit ist jetzt alles geschnitten. Die ganzen Bretter liegen jetzt da. Bevor wir aber jetzt zum Fazit kommen, werde ich erst einmal das Videomaterial sichten, weil im Moment weiß ich genauso viel wie ihr. Die ganzen Zeiten von den einzelnen Schnitten sehe ich nämlich erst am Computer, wenn ich das Video zusammenschneide. Das mache ich jetzt schnell und dann sehen wir uns wieder zum Fazit. Ich habe jetzt das ganze Videomaterial ausgewertet, habe mir die Zeiten alle aufgeschrieben, ich habe da hinten einen kleinen Spickzettel und ich werde euch die Zeiten in der Reihenfolge, wie ich es geschnitten habe, da neben mir einblenden und dann gehen wir das einfach Schritt für Schritt durch. Also, fangen wir an mit dem originalen Woodmeiser-Bandel, das geschliffen und geschränkt war von oder ist von Woodmeiser. Der erste Schnitt lag bei 40,26 Sekunden, der zweite Schnitt bei 46,19 und der dritte Schnitt bei 48,26. Jetzt, wenn man die Zeiten zusammenzählt und durch 3 rechnet, kommt man auf einen Durchschnitt von 44,9 Sekunden. Die Zeit nehmen wir jetzt einfach als Referenz für die anderen zwei Tests und dann schauen wir mal, was das Ergebnis ist. Also, bei dem zweiten Band, das war ja das, was ich selber nachgeschränkt habe, haben wir beim ersten Schnitt eine Zeit von 48,4 Sekunden, beim zweiten Schnitt 49,71 und beim dritten Schnitt 49,67. Die jetzt wieder zusammengerechnet und durch 3 teilt, kommen wir auf eine Zeit von 49,29 Sekunden. Ja, das sind 4 Sekunden länger im Gesamten als bei dem originalen Woodmeiser-Band. Beim dritten Test, das war das Band, wo ich links-rechts im Wechsel umgeschränkt habe, haben wir beim ersten Schnitt eine Zeit von 46,28 Sekunden, beim zweiten 43,61 und beim dritten Schnitt 41,82. Jetzt, wenn wir da wieder den Durchschnitt nehmen, kommen wir auf eine Zeit von 43,9 Sekunden. Im Vergleich zu unserem Referenztest mit dem originalen Band ist es eine Sekunde weniger. Ist jetzt nicht viel, aber es ist trotzdem weniger.
Jetzt, wenn man die Zeiten alle stur betrachtet, kommt man natürlich zu dem Schluss, dass ein überschränktes Band oder übermäßig geschränktes Band sich negativ auf die Schnittgeschwindigkeit oder auf die Performance auswirkt und ein links-rechts geschränktes Band eigentlich am besten schneidet. Das kann man jetzt nicht so nüchtern betrachten, denn man muss beachten, wir schneiden Holz und das ist nun mal kein homogener Werkstoff. Besonders wenn man einen Stamm aufschneidet, ist es so, dass der Stamm zum Kern hin, also zum Mittelpunkt hin, immer trockener ist als im Splintbereich. Denn im Splint transportiert der Baum sein Wasser und da verliert das halt auch am schlechtesten, weil es da eben am nässesten ist. Im Kern ist das Holz eigentlich relativ trocken und wenn man jetzt mal die Einzelzeiten betrachtet, sieht man ganz deutlich, dass wir, wie wir von oben hier angefangen haben zum Schneiden und Richtung Kern gekommen sind, die Zeiten immer weiter ansteigen, also die Zeiten immer länger werden. Und wie man dann durch den Kern durch waren, das war ungefähr beim zweiten Test der zweite Schnitt, weil das ist nämlich auch die längste Zeit, werden die Zeiten dann wieder kürzer, weil wir da wieder in diesen Splintbereich kommen. Also lasst sich auch sagen, im Kernbereich lasst sich das Holz schwerer schneiden wie im Splintbereich. Das sieht man jetzt auch da ganz deutlich an die Stirnflächen von den einzelnen Brädern. Das war der erste Test, die ersten drei Schnitte. Da haben wir Splintbereich, also Seitenbretter. Und da sieht man, das ist der zweite Test mit dem überschränkten Band oder mit dem stärker geschränkten Band. Der zweite Schnitt, das war genau der Schnitt, wo wir direkt in der Mitte vom Kern durchgeschnitten haben. Und ab da sind die Zeiten wieder kürzer geworden, weil wenn wir dann zum dritten Test schauen, das ist das links-rechts geschränkte Band, kommen wir nämlich wieder in den Seitenbereich und in den Splintbereich. Man könnte jetzt vielleicht auch sagen, gut, wir haben im Kernbereich stehende Jahre, da ist es vielleicht auch schwieriger für das Band durch die Faserrichtung zum Schneiden, weil da schneiden wir eigentlich mehr mit der Faser, weil die Jahrringe ja liegen. Und im Kernbereich schneiden wir direkt durch die stehende Faser, also quer zur Faser, und da ist vielleicht ein wenig schwieriger. Man kann den Test jetzt natürlich ausweiten und sagen, wir schneiden jetzt drei Stamm nur im Splintbereich mit den drei Bändern. Aber dann kommt noch eins dazu und das ist nämlich das, dass ein Bandsägeband eigentlich immer vorm Schärfen geschränkt wird, weil, und das zeige ich euch jetzt schnell auf einem Blatt Papier. Jetzt stellen wir uns einfach vor, wir schauen von vorne auf das Bandsägeband drauf und wir sehen diesen Sägezahn. Im ungeschränkten Zustand, da der senkrecht mit dem Bandkörper steht und die Zahnspitze war waagerecht oder im 90 Grad Winkel zum Sägebandkörper. Jetzt wird das Band geschränkt, das heißt, der eine Zahn wird nach außen gestellt. Ich übertreibe es jetzt einmal, dass man die einzelnen Zehen erkennt. Einer nach links, einer nach rechts und der Räumzahn. Jetzt sieht man, dass die Schnittfläche oder die Zahnspitze nach außen wandert, der Schliff aber trotzdem noch im 90 Grad Winkel zur Zahnfläche war. Somit tat eigentlich nur das eine Eckerl von dem Zahn schneiden. Drum schränkt man das Band zuerst, bevor man es schleift. Denn beim Schleifer passiert eins, wir fahren mit dem Schleifkopf immer senkrecht von oben runter und gleichen damit den Sägezahn an das Sägeband an. Und jetzt sieht man ganz deutlich, dass die Schnittfläche oder die Zahnspitze jetzt wieder im 90 Grad Winkel zum kompletten Bandsägekörper ist und der komplette Zahn schneidet. Jetzt, wenn man natürlich diese Überlappung betrachtet, haben wir da eine riesen Schnittfläche, die das Holz abtrocknet. Bei mir war jetzt das Problem, ich habe ein originales Band, das eigentlich gut geschränkt war, genommen und habe das weiter nach außen geschränkt. Damit hat mein Band oder meine Schnittfläche so ausgeschaut. Ich habe eher so eine Wölbung gehabt als eine gerade Flächen. Das beeinträchtigt natürlich zum einen die Schnittgeschwindigkeit, aber auch die Schnittqualität. Bei dem links-rechts geschränkten Band habe ich es natürlich jetzt so gemacht, dass ich auch das nicht geschliffen habe, sondern einfach nur geschränkt. Und durch das, dass das eine Dreiteilung ist, also links, rechts, Räumzahn und ich auf links, rechts geschränkt habe, habe ich teilweise sogar Zehen dabei gehabt, die wo links gestanden sind, die wo ich dann nach rechts geschränkt habe.
und C dabei gehabt habe, die wo gerade waren, die wo ich in irgendeine andere Richtung geschnitten habe. Jetzt könnt ihr euch schon denken, ich werde euch das jetzt nicht mehr so verdeutlichen, aber übertrieben gesagt habe ich C gehabt, die mit der Schnittfläche in die andere Richtung geschränkt worden sind und dann wirklich nur an einer kleinen Spitze geschnitten haben. Das schauen wir uns jetzt dann gleich in dem Schnittbild an, weil da sieht man das nämlich auch ganz deutlich. Wir haben jetzt da einmal ein Bredel, das mit einem originalen Bandel geschnitten worden ist. Man sieht schon Riefen von den einzelnen Zehen quer zur Faser, aber im Großen und Ganzen ist das Schnittbild eigentlich recht ordentlich. Beim zweiten Test, also das Band, wo ich mehr geschränkt habe als original, sieht man auch ganz deutlich, dass die Riefen mehr sind oder weiter ausgeprägt sind. Das ist einfach dem geschuldet, dass da diese Zahnspitze einfach nur mit der Kanten geschnitten hat. Und bei dem links-rechts geschenkten Band schaut es eigentlich genauso aus. Die Riefen quer zur Faser sind ein bisschen ausgeprägter als beim Referenzschnitt mit dem originalen Band, weil eben da auch diese Zahnspitzen nur mit einem ganz kleinen Bereich geschnitten haben. Wenn man es alle drei miteinander betrachtet, ist jetzt kein großer gravierender Unterschied, aber ich glaube, man erkennt es ganz deutlich, dass das Original geschränkte und geschliffene Band einfach die beste Schnittqualität bietet. War damit jetzt mein Test für die Katz? Ich glaube nicht. Es lässt sich schon eine Tendenz erkennen, dass die Art der Schränkung einen gewissen Einfluss auf die Schnittgeschwindigkeit und die Qualität hat, aber auch, dass die Schränkung allein nicht der ausschlaggebende Punkt ist, sondern immer im Zusammenhang mit der Schärfung steht. Und jetzt könnte ich den Test natürlich ausweiten und sagen, okay, ich schränke die Bänder zuerst und dann schleife es mit meiner Schleifmaschine und probiere das Ganze nochmal. Jetzt könnte ich sogar so weit gehen und sagen, okay, ich nehme drei Stämme mit ungefähr der gleichen Qualität, in der gleichen Dimension und schneide die komplett mit jeweils einem separaten Band auf und man nimmt daraus die Zeiten. Aber da stelle ich die Frage jetzt an euch. Interessiert euch das Thema Schärfen und Schränken von so Bandsägebändern und die verschiedenen Arten der Schränkung? Dann schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare. Wenn das Interesse da ist, mache ich da nochmal ein Video drüber, wo wir das ein wenig ausweiten, den Test. Ich freue mich natürlich über jedes andere Kommentar genauso. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Vielleicht hat der eine oder andere sogar ein bisschen was lernen können, obwohl, wie alle anderen Videos von mir auch, das kein Lehrvideo sein soll, sondern ich euch lediglich zeigen will, was ich so mache. Und dann bleibt mir an der Stelle bloß noch eins zum sagen. Seid fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Baum schneiden mit Peter.